Hola, buenas tardes. Mein Name ist Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca und wir zeigen euch heute das älteste Einkaufszentrum, die älteste Shoppingmeile Mallorcas im Rahmen unserer Lifestyle-Tour. Kommt mal mit, schaut euch das Ganze an und genießt es. So, hier gibt es tatsächlich einiges zu sehen im ältesten Einkaufszentrum von Mallorca, in der ältesten Shopping Mall. Wir haben hier hinter uns ein Kino. Hier haben wir einen wirklich interessanten Spot für Familien und Kinder. Ich zeige euch das mal kurz, kommt mal mit. Ich bin hier relativ viel mit meinen Kids. Und zwar eine klassische Arkadenhalle. Die gibt es ja nicht mehr ganz so oft in Deutschland. Hier haben wir sie noch. Und ja, das macht richtig Spaß. Also da können die Kinder und auch die älteren Kinder, wo ich mich auch zuzähle, auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß haben und eine gute Zeit zusammen haben. Und ja. Sollte man auf jeden Fall nicht missen. Also wenn ihr mal einen Regentag habt auf Mallorca und Kinder habt, dann kommt unbedingt her, weil dann ja, sind die Kinder auf jeden Fall auch happy und ihr auch. Ansonsten gibt es hier eigentlich so ziemlich alles. Also wir haben hier jede Menge Restaurants, natürlich Fastfood-Ketten, McDonald's, Burger King etc. Aber auch italienische Restaurants und alles, was dazugehört. Wir haben hier einen Toys R Us, wir haben einen Deichmann, wir haben ja sämtliche Einkaufsmöglichkeiten, die es so gibt. Und ja, wir gehen jetzt mal rein und schauen uns mal abseits von diesem Außenbereich an, was es drinnen so gibt. Komm mal mit und schau dich das an. Also wir haben euch hier schon mal das Einkaufszentrum Fun Mallorca gezeigt, direkt am Flughafen. Was ich persönlich auf jeden Fall angenehmer finde, einfach weil man relativ viele Außenflächen hat. Da ist relativ wenig bzw. gar nichts Indoor. Und hier ist es eben geschlossener. Das heißt, das ist so eine klassische, typische, alte Shopping Mall, wie man die kennt. Egal, ob das hier ist, in Spanien, in Deutschland oder auch in, auf der anderen Seite vom Großen Teich. Und ja, ich finde es nicht ganz so interessant von der Struktur. Du fährst rein mit dem Auto, du musst immer in die geschlossene Tiefgarage hier in Porto Pi. Das ist auf jeden Fall schon mal ein negativer Punkt. Bei Fun Mallorca ist es so, du kannst sowohl runter in die Tiefgarage, aber auch oben Freiluft parken. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, also einfach die Wahl zu haben. Und ja, vielleicht der größte Unterschied zum Einkaufszentrum Fun Mallorca ist die Tatsache, dass hier doch einige ja, Marken, Boutiquen etc. gegeben sind. Die haben wir bei Fun nicht oder weitestgehend nicht. Ne? Das sind dann eher Ketten wie Zara oder H&M etc. Aber ja, wir schauen mal, was es so gibt. Kommt mal mit. So, hier haben wir nochmal die Struktur von dem Einkaufszentrum. Also wir haben natürlich oben die Terrassenflächen, die Restaurants, alles was dazugehört. Wir haben hier unten die Parkplätze und hier natürlich den Shoppingbereich und den gucken wir uns jetzt mal an. Ja, es ist also eine ganz klassische Shopping Mall, wie man sie auch in Deutschland kennt, wie man sie auch im Ausland kennt. Relativ geschlossen, hat mit mediterranem Stil nichts zu tun. Aber ja, es gibt doch relativ viele Marken, die hier ansässig sind. Hier haben wir Lacoste, Skechers, Springfield. Und Expert, kennt man den noch? Gibt es den noch in Deutschland? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also auch wenn es mal süß sein soll, ist hier natürlich vorgesorgt. Love it. Und Love it, ja, ist eigentlich eine Ansage. Also wenn es mal süß sein soll, dann habt ihr auf jeden Fall auch alle Möglichkeiten. Und wenn ihr Takis sucht, kennt ihr Takis, ja? Die sind ja in Deutschland sehr gehypt. In Deutschland kostet eine Tüte Takis 7 Euro oder 8 Euro, habe ich gehört. Das ist Wahnsinn. Die kostet hier 1,50 Euro. Meine Kinder lieben die. Also ich muss da immer so ein bisschen vorbeugen, wenn ich in so eine Shopping Mall komme und immer schauen, dass wir nicht an solchen Spots vorbeikommen. Ansonsten bin ich dazu gezwungen, diese Takis zu kaufen und das möchte man seinen Kindern ja nicht jeden Tag antun. Ne? So. Das sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Also es gibt schon einiges hier. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass Porto Pi jetzt total hinter dem Fun Mallorca steht. Es gibt schon einiges hier, es gibt einige Marken hier, die hier ansässig sind. Man kriegt eigentlich auch alles und wenn man jetzt auf der anderen Seite von Palma wohnt, dann ist das natürlich auch relativ praktisch. Das heißt, wenn man jetzt im Südwesten lebt, dann kommt man nach Palma an der Stadteinfahrt und ist direkt hier. Und ja, von daher hat das auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Natürlich haben die extreme Einbußen gehabt, dadurch, dass eben ja, Fun Mallorca mittlerweile seit, ich glaube, 6, 7, 8 Jahren existiert. Ja, 7 oder 8 Jahre, glaube ich, mittlerweile schon. Das hat man auf jeden Fall gemerkt hier, aber nach wie vor, ja, funktioniert das ganz gut, dadurch, dass es eben auch strategisch gut gelegen ist. Und ja, wir bekommen auf jeden Fall alles, was man so braucht hier in dieser Shopping Mall. Noch eine interessante Randinfo, wir haben das oben gerade eigentlich gesehen. Es gibt hier das einzige Casino, richtige Casino auf Mallorca, das ist hier.
Und der Eingang ist auch, glaube ich, über die Arkade. Ich war noch nie da drin gewesen, ich kann euch das nicht sagen, aber ich glaube, der Eingang ist über die Arkadenhalle, die wir gerade gesehen haben. Da geht man einmal die Treppe hoch, dann ist man im Casino von Mallorca. Ja, wäre vielleicht ganz interessant, auch mal einen Vlog zu machen, haben wir bisher noch nicht gemacht. Und ja, das Spiel ist auch nicht so meins oder unseres. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Hier gibt es ein richtiges Casino, das haben wir hier. So, dann sind wir hier jetzt auf der untersten Etage vom Einkaufszentrum. Hier gibt es auch noch einen Carrefour-Supermarkt, einen Teeladen. Und ja, ganz, ganz wichtig, auch ein Müller, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Der ist... Nee, da gibt's schon so ziemlich alles. Also ich war vor 3 Tagen mal zufällig hier, obwohl das eigentlich gar nicht mein Einkaufszentrum ist. Und ja, dann sagte meine Frau zu mir, ja, ich brauche noch was vom Müller. Habe ich gesagt, du, jetzt noch mal nach Molinar fahren oder zum Plaza España. Schaffen wir das noch? Dann sagt sie, ja, hier gibt's doch einen Müller. Und dann sind wir runtergegangen und ja, tatsächlich, hier ist er, der Müller im Porto-Bi. Das heißt, wenn es euch mal an irgendwas fehlt, was es bei Müller gibt, dann findet ihr das auf jeden Fall auch in Porto-Bi. Ja, die Uhr wurde mir gerade poliert. Also wenn ihr die Uhr polieren wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch und kriegt auch die passenden Pflegeprodukte hier. Und ja, ansonsten haben wir eigentlich, na, von hier kommen wir, haben wir hier noch ein ganz interessantes Gadget. Und zwar für die Kleinsten, die können hier einen Lamborghini mieten oder auch einen Land Rover, einen Mercedes, einen Porsche. Das macht natürlich auch Spaß und bringt die Kinder auf jeden Fall zum Lachen. Ja. So, ja, dann würde ich sagen, haben wir euch das, glaube ich, weitestgehend gezeigt. Es ist halt ein Riesenmall, man kann hier verlaufen, man kann hier stundenlang Zeit, ne? So ein grober Überblick. Das ist so, ja, es ist ein grober Überblick, einfach mal, um euch zu zeigen, okay, was gibt es hier in der ältesten Shopping-Mall Mallorcas. Ich hoffe, das Ganze ist für euch interessant, einfach um euch einen Mehrwert zu bringen und euch zu helfen bei der Orientierung hier auf Mallorca. Das ist doch nicht immer ganz so leicht, wenn man, die Polizei, müssen wir aufpassen, nicht, dass wir hier noch eine Buße bekommen. So, genau, und ja, ich hoffe, das war interessant. Wenn das so ist, dann könnt ihr gerne in den Kommentaren kundtun. Wenn ihr eine Immobilie auf Mallorca sucht, könnt ihr das natürlich gerne jederzeit kontaktieren. Und ansonsten, ja, freuen wir uns von euch zu hören. www.sae-mallorca.com, gerne telefonisch, gerne über die sozialen Netzwerke. Wir fahren jetzt los, denn wir haben doch noch ein bisschen Zeitdruck. Bis zum nächsten Mal und hasta luego.